Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Webcast von Deloitte. Diese Konferenz wird aufgezeichnet. Während des Vortrags haben Sie die Möglichkeit, Fragen in der Chatbox in Ihrer Webcast-Ansicht anzumelden. Ihre Fragen werden im Anschluss an die Präsentation beantwortet. Herr Henrik Hante wird nun die Konferenz beginnen. Ja, besten Dank. Herzlich willkommen zu unserem Webcast Operational Transfer Pricing von Deloitte. Mein Name ist Henrik Hante und ich habe die große Freude, heute zusammen mit meinen beiden Kollegen, dem Stefan Habisch und Georg Wenz, Sie durch den heutigen Webcast zum Thema Operational Transfer Pricing zu führen. Ich denke, ein Teil von Ihnen war sicherlich auch dabei im Rahmen unseres ersten Webcasts zum Thema Operational Transfer Pricing. Das ist heute der zweite Teil. Im ersten Teil des Webcasts, vielleicht da ein kurzes Recap, hatten wir uns insbesondere mit der Fragestellung beschäftigt, was ist Operational Transfer Pricing, welche Möglichkeiten gibt es auch, dieses Thema Operational Transfer Pricing mit Hilfe unterschiedlicher Tools im Unternehmen zu implementieren. Die Agenda, die wir heute für Sie vorbereitet haben, ist, naja, so eine Art Fortsetzung von unserem ersten Webcast, ja. Und wir haben hier 5 Themengebiete, die sich eigentlich in 2 große Blöcke einteilen lassen. Im Rahmen des ersten großen Blocks wollen wir nochmal das Thema Operational Transfer Pricing von der theoretischen Perspektive aufgreifen, insbesondere hier den Price-Setting-Ansatz und Ihnen erläutern, weshalb wir glauben, dass der Price-Setting-Ansatz große Relevanz hat, wenn es um das Thema Operational Transfer Pricing geht, hier auch nochmal eine Abgrenzung zum allseits bekannten Outcome-Testing-Ansatz vorführen, würden dann auch auf das Thema prozessuale Abbildung von so einem Price-Setting-Ansatz im Unternehmen eingehen, bevor wir dann zum zweiten großen Themenblock kommen, wo wir detaillierter als letztes Mal auf einzelne Lösungen oder auf eine spezifische Lösung insbesondere eingehen wollen und Ihnen aufzeigen, wie sowas Sie dann auch beim Thema Operational Transfer Pricing tatsächlich im täglichen Doing unterstützen kann. Ich würde damit direkt dann auch in die Präsentation reinspringen. Wenn Sie Fragen haben, bitte jederzeit gerne in dieses Fenster eingeben. Das poppt dann bei uns auf. Wir beantworten das gerne dann hinten raus, nachdem wir durch die Präsentation durch sind. Als Einführung in das Thema, ich habe es gerade schon erläutert, möchte ich nochmal das Thema Price-Setting-Ansatz ansprechen. Price-Setting-Ansatz ist ein Ansatz, der aktuell heiß diskutiert wird, in aller Munde ist. Ich möchte ihn mal definieren als erstes in Abgrenzung zum Outcome-Testing-Ansatz. Outcome-Testing-Ansatz ist das, was Sie alle kennen, ja, was die meisten von Ihnen auch machen im Rahmen der Verrechnungspreisdokumentation, sprich am Ende des Jahres eine Benchmark-Studie erstellen und dann die Ergebnisse Ihrer Routine-Entities gegenüber der Benchmark-Studie verproben. Im Idealfall ist man innerhalb der Benchmark-Studie und kann die Schlussfolgerung ableiten, dass die Verrechnungspreise fremdüblich sind. Wenn man Pech hat, dann liegt man eben nicht innerhalb der Bandbreite, muss sich dann Gründe überlegen, warum es trotzdem fremdüblich sein könnte. Ja, heißt, dieses Outcome-Testing berücksichtigt sozusagen im Nachhinein den Fremdvergleichsgrundsatz. Das Price-Setting, der entscheidende Unterschied hier ist jetzt, dass der Fremdvergleichsgrundsatz nicht am Jahresende zur Anwendung kommt, sondern bereits zum Zeitpunkt, wenn die Verrechnungspreise gesetzt werden. Ja, das ist in vielen Unternehmen typischerweise der Fall am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres im Rahmen der Budgetphase, dass man hier versucht, bereits auf Basis des Fremdvergleichsgrundsatzes den Verrechnungspreis für das kommende Jahr festzulegen. Und in dem Rahmen ist eben auch wichtig, nicht nur diese einmalige Festlegung des Verrechnungspreises am Anfang des Jahres, sondern dass man sich hier auch einen Monitoring- und Adjustment-Mechanismus gibt, der eben unterjährig sicherstellt, sollten die Verrechnungspreise aus dem Ruder laufen, dass sie hier die Möglichkeit haben, dann entsprechend gegenzusteuern. Jetzt mag man sich die Frage stellen, wie relevant ist dieser Price-Setting-Ansatz? Ja, gegeben, dass wir alle mit dem Outcome-Testing-Ansatz schon eine gewisse Zeit leben, das auch in den meisten Ländern akzeptiert ist, muss man doch sehen, wenn man den OECD-Aktionspunkt 13 sich anschaut, ja, und da dann auch versteht, was das Ziel eigentlich der OECD ist mit diesen zusätzlichen Informationsanforderungen und der Transparenzanforderungen im Vergleich zur Vergangenheit im Rahmen des Master-Files, des Local-Files,
Aber auch im Country-by-Country-Reporting schreibt die OECD da, dass das Ziel ist, dass der Steuerpflichtige sich zum Zeitpunkt der Verrechnungspreissetzung, das heißt bevor die Transaktion stattfindet, bereits mit dem Fremdvergleichsgrundsatz auseinandersetzen soll und nicht erst am Jahresende. Das heißt, auf OECD-Ebene gibt es da durchaus, wie soll ich sagen, eine Präferenz mittlerweile, dass der Steuerpflichtige sich frühzeitig mit dem Fremdvergleichsgrundsatz auseinandersetzt. Gleichermaßen ist es so, dass die OECD-Ideen aus den ganzen BEPS-Papieren ja mittlerweile auch in die lokale Gesetzgebung überführt wurden. Wir haben ja mit der neuen Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung auch entsprechend zumindest teilweise, naja, Änderungen an den Dokumentationspflichten bekommen, die einfach zusätzliche Informationen auch erfordern. Ja. Und wenn man jetzt in die neue GAUF reinschaut, dann wird man relativ schnell feststellen, dass zumindest Grundansätze, also Grundideen von diesem Price-Setting-Ansatz hier eingeflossen sind. Ja, ich möchte es festmachen an zwei Beispielen. Das erste ist, Sie sollen zukünftig im Rahmen des Local Files eben den Zeitpunkt der Verrechnungspreisbestimmung dokumentieren und Sie sollen andererseits offenlegen, welche Informationen zum Zeitpunkt der Verrechnungspreisbestimmung vorhanden waren und welche Informationen Sie verwendet haben, sozusagen, um den Verrechnungspreis zu berechnen. Ja. Das ist meine These. Wenn Sie keinen vernünftigen Preissetzungsmechanismus im Unternehmen implementiert haben und beispielsweise einfach die Verrechnungspreise aus der Vergangenheit fortführen, ohne die vor dem Fremdvergleichsgrundsatz dann zu überprüfen, dann dürfte es Ihnen relativ schwer fallen, am Ende des Jahres tatsächlich in der Dokumentation offen zu legen, naja, wann war jetzt konkret der Zeitpunkt, wenn wir die Verrechnungspreise bestimmt haben? Und noch schwieriger wird es mit dem zweiten Bestandteil, also welche Informationen tatsächlich verfügbar waren und welche Informationen Sie verwendet haben. Von dem her meinen wir, dass es wichtig ist, sich mit dem Thema Price Setting auseinanderzusetzen. Und wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, stellt sich natürlich dann im Folgenden auch die Frage, wie man das Thema im Unternehmen implementieren kann. Ja, diesen Price-Setting-Ansatz, weil ja viele doch dann von, naja, der Ex-Post-Betrachtung kommen, also von dem Outcome-Testing in der Vergangenheit. Ich habe Ihnen auf der folgenden Slide hier den Verrechnungspreislebenszyklus mitgebracht, um das Thema Price Setting einfach auch nochmal einzuordnen und zu verstehen, was denn das jetzt konkret bedeutet. Und für diejenigen Teilnehmer, die im ersten Webcast zum Thema Operational Transfer Pricing dabei waren, die mögen sich jetzt sicherlich an das Beispiel erinnern. Ich bemühe es aber nochmal, weil ich es im Prinzip ein sehr anschauliches Beispiel finde. Oft ist es ja so, dass was wir in Unternehmen sehen, wenn wir mit Unternehmen sprechen, dass am Anfang des Jahres auf einer theoretischen Verrechnungspreisebene definiert wird, wie einzelne Transaktionen verrechnet werden sollen. Also sagt man dann, eine Servicetransaktion soll mit Cost Plus, gegebenenfalls Cost Plus 5 verrechnet werden, Verkauf von Waren an eine Betriebsgesellschaft, die die Waren ihrerseits weiter veräußert, machen wir irgendwie Resale Price minus X%, lassen es 30% sein und so weiter und so fort. Also aus einer theoretischen Verrechnungspreissicht würde ich sagen, eine relativ einfache Überlegung. So, jetzt ist es aber oft so, dass am Ende des Jahres, wenn Sie als Verrechnungspreisabteilung die Verrechnungspreisdokumentation anfertigen sollen, Sie oft vor der Herausforderung stehen, dass basierend auf den Actuals, die dann am Jahresende zur Verfügung stehen, das alles gar nicht mehr so einfach ist, tatsächlich zu dokumentieren, dass da jetzt Cost plus 5 rauskam, beziehungsweise dass mit diesem Resale Price minus 30% eine auskömmliche Marge für die lokale Distributionsentity auf Nettoebene übrig blieb. Ja. Und es liegt jetzt daran, dass natürlich unterjährig, also zwischen dieser theoretischen Idee Cost plus 5, Resale Price minus 30 und am Ende der Dokumentation unglaublich viel passiert, worauf Sie als Steuerabteilung jetzt erstmal keinen Einfluss haben. Ja. Das ist für Sie auch so eine Art Blackbox. Wenn man sich jetzt mal diese Blackbox anschaut und aufmacht und guckt, was da drin ist, dann stellt man eben fest, da sind unterschiedliche Stakeholder drin. Da sind Sie als Steuerabteilung drin, da ist irgendwie Controlling drin, die Zahlen zuliefern sollen, da ist Legal mit drin, die hinsichtlich Intercompany-Verträge involviert sind, da ist das Business mit drin, die unterjährig die Verrechnungspreise anwenden, da ist irgendwie auch die IT-Abteilung mit drin, weil die dafür verantwortlich ist, auch sicherzustellen, dass Dinge richtig in IT-Systemen zur Verfügung stehen.
Da sind unglaublich viele Prozesse drin und da sind die IT-Systeme an sich drin. Ja, und das Ziel hier im Bereich des Operational Transfer Pricing, auch gerade wenn es um das Thema Price Setting geht, ist es eben, in diese Blackbox eine Struktur reinzubringen, zu definieren, wer wann mit wem reden muss, wer an wen wann welche Informationen zur Verfügung stellen muss, soll und wie die Verantwortlichkeiten sind. Wenn man das mal überträgt auf den Verrechnungspreis-Lebenszyklus, den wir auf dieser Folie sehen, dann ist der Ausgangspunkt für die Verrechnungspreise in jedem Unternehmen ist eigentlich ihr Businessmodell. Ja, also durch ihr Businessmodell werden ganz einfach die Intercompany-Transaktionen bestimmt, die es bei Ihnen im Haus dann gibt. Was dann oft noch passiert in vielen Unternehmen, ist diese theoretische TP-Planung, ne, von der ich vorhin gesprochen habe, also sagen auf einer theoretischen Ebene, Jahresanfangs oder im Rahmen der Policy sich sozusagen das alles als Policy dann auch geben, dass man sagt, okay, Services mit Cost Plus, jedenfalls 5%, Distributionstransaktion, Resale Minus, Contract Manufacturing, Cost Plus und so weiter. Ja, also auf einer theoretischen Ebene. Was dann passiert ist, dass man die nächsten drei Steps auslässt, also insbesondere das Thema TP Calculation, Business Processes und Monitoring Analytics und dann mit dem Thema Verrechnungspreisdokumentation weitermacht und man genau in das Problem reinläuft, was ich jetzt vorhin eingangs skizziert habe. So, uns geht es jetzt hinsichtlich des Price-Setting-Ansatzes insbesondere um die drei Bestandteile, die viele auslassen. Das ist einerseits die TP-Kalkulation, das sind die Business-Prozesse und das ist das Monitoring und Analytics. Ja, ich würde sogar noch ein bisschen erweitern, eigentlich auf die Vorphase, auf die TP, auf die Planungsphase, auf die theoretische, die da auch mit reinspielt. Aber auf die vier Phasen, oder das sind die vier Phasen, mit denen wir uns eigentlich auseinandersetzen wollen, und wo wir Ihnen jetzt auf den nächsten Slides auch vorstellen möchten, was sind da Ansätze, die wir mit anderen Unternehmen aktuell durchführen, um diesen Price-Setting-Ansatz zu implementieren im Unternehmen einerseits und andererseits dann im nächsten Step auch schauen, welche Tools gibt es da, möchten Ihnen auch ein spezifisches Tool vorstellen mit unterschiedlichen Monitoring- und Analytics-Möglichkeiten, was aus unserer Sicht sehr schön funktioniert, und hoffen, Ihnen da einen umfangreichen Einblick dann geben zu können. Wenn wir uns zunächst mal mit der ersten Fragestellung beschäftigen, wie kann dieser Price-Setting-Ansatz bei Ihnen im Unternehmen implementiert werden? Unserer Erfahrung nach ist es sinnvoll, das Ganze in einem Art Dreiklang zu machen. Ja, und dieser Dreiklang besteht einerseits aus der TP-Policy, ja, das ist also sozusagen diese erste Vorphase, wo auf einer theoretischen Ebene erst nochmal definiert wird, wie sollen einzelne Intercompany-Transaktionen bepreist werden, das heißt, welche Verrechnungspreismethode kommt zur Anwendung und was ist die Zielmarge für diese Transaktionsart, ja, das ist die TP-Policy. Und TP-Policy, wissen wir, das haben viele Unternehmen zur Verfügung, ja, also das ist nicht der kritische Punkt. Was das Kritische wird, was viele da nicht mehr haben, sind die anderen zwei Bestandteile, ja, die aus unserer Sicht sehr wichtig sind, wenn ich den Price-Setting-Ansatz vernünftig im Unternehmen implementieren will. Denn wenn es bei der Policy bleibt, ist das meistens eine sehr theoretische Übung. Und die anderen zwei Bestandteile sichern jetzt eigentlich ab, dass sie das tatsächlich im Unternehmen in die Praxis und ins tägliche Doing reinbekommen. Der zweite Bestandteil eben neben dieser TP-Policy ist dieses TP-Manual, wie wir nennen. Das heißt, es ist ein konkretes Handbuch, ja, für die Stakeholder, die im Rahmen von Verrechnungspreisen im Unternehmen involviert sind. Was man da typischerweise drin hat, sind konkrete Kalkulationsmechanismen für die einzelnen Transaktionsarten, die in der Policy definiert wurden. Es geht dann also weiter. Das ist nicht mehr nur zu sagen, Services Cost plus 5, sondern hier definiert man dann ganz klar Kalkulationsmechanismus, welche Kostenbestandteile werden berücksichtigt, welche werden gegebenenfalls beaufschlagt, welche werden nicht beaufschlagt. Also eine relativ detaillierte Anleitung, so das Controlling oder wer auch immer dann im Rahmen des Price Settings die Preise berechnen, eine konkrete Anweisung hat, basierend auf der die Preise errechnet werden können. Und der zweite wichtige Bestandteil ist dieses TP Operating Model, ja, wo man im Prinzip die Prozesse und Verantwortlichkeiten definiert. Das heißt, für die einzelnen Stakeholder definiert, wer ist entweder im Rahmen von so einer RACI-Matrix, wie man das kennt, oder im Rahmen von einem Flowchart ganz klar definiert,
wer ist verantwortlich, zu welchem Zeitpunkt im Rahmen dieses gesamten TP Price Setting und Monitoring Prozesses. Ja. So, das ist jetzt einerseits, also unserer Erfahrung nach, wunderbar geeignet, um dieses Thema Price Setting ins Unternehmen reinzubringen, diese drei Bestandteile. Andererseits ist es aber auch hilfreich, wenn Sie jetzt nochmal zurückdenken an die Slide, wo ich die neuen Anforderungen aus der GAUFS drauf hatte. Diese Bestandteile können Sie, oder auf diese Bestandteile können Sie natürlich auch wunderbar im Rahmen der Dokumentation Bezug nehmen, ja. Und sagen, wir haben eben eine Policy, wir haben entsprechende Manuals und auch ein TP Operating Model. Im Zweifel das dann auch in der Betriebsprüfung vorlegen und zeigen, hier Betriebsprüfer, pass auf, das ist unsere Vorgehensweise im Rahmen des Price Settings. Wir haben uns eine ganz klare Vorgehensweise auch unterjährig gegeben, ja, wie wir gegebenenfalls Anpassungen vornehmen sollten, die Verrechnungspreise aus dem Ruder laufen. Und dann ist es typischerweise in der Betriebsprüfung, wenn Sie ein Unternehmen haben, das außerhalb der Range liegt, eine komplett andere Diskussion, als wenn Sie einfach ein Outcome-Testing machen und nicht wirklich erklären können, wie jetzt anfangs die Verrechnungspreise zustande kamen, beziehungsweise welche Prozesse Sie auch hinterlegt haben, um sicherzustellen, dass das dann im Doing so umgesetzt wird. Zusammenfassend zu diesem einführenden theoretischen Teil sind eigentlich drei Dinge, die da aus unserer Sicht wichtig sind. Das erste ist, Ziele festlegen, ja, das beinhaltet, für die unterschiedlichen Transaktionsarten zu definieren, welche Verrechnungspreismethode. Das beinhaltet aber auch, Zielmargen zu definieren in dem Zusammenhang. Der zweite große Themenblock hier ist Anleitung zur Zielerreichung geben, das ist dieses Manual. Ja, es gibt eben, oder Sie haben eben viele Ansprechpartner im Unternehmen, die mit dem Thema Verrechnungspreise konfrontiert sind. Die brauchen eine ganz klare Guidance-Anleitung, sonst funktioniert es am Ende nicht, sonst geht es in dieser Blackbox schief. Und dann auch die entsprechenden Prozesse zu definieren und Verantwortlichkeiten festzulegen. Wichtig aus unserer Sicht, damit das Ganze auch wirklich umgesetzt werden kann, hilfreich ist immer, wenn man da ein vernünftiges Schulungskonzept auch hinterlegt, ja, nicht einfach die Dokumente erstellt, in die Organisation gibt, sondern da, wo es dann tatsächlich am Ende des Tages sehr gut funktioniert, das sind Unternehmen, die das im Rahmen von einem Schulungskonzept tatsächlich ausgerollt haben und denjenigen Stakeholdern im Unternehmen, die wirklich das dann auch betrifft, die es im täglichen Doing umsetzen müssen, hier entsprechend auch geschult haben. Ich würde jetzt für die nächsten Slides, und ich hatte es schon erläutert, das war sozusagen jetzt die theoretische Einführung, wie der Price-Setting-Ansatz im Unternehmen umgesetzt werden kann, würde ich an meinen Kollegen Stefan Habisch übergeben, der insbesondere zum Thema Prozesse sprechen wird und dann auch zur Umsetzung im Rahmen von einer technologischen Lösung. Stefan, ich übergebe an dich. Genau, vielen Dank, Henrik. Für die Einleitung, du hast es vollkommen richtig übergeben, was wir bislang gemacht haben, war ein recht theoretischer Abriss über den regulatorischen Rahmen des Price Settings und des Outcome Testings. Ich möchte mit Ihnen jetzt einen Schritt weiter gehen, einen Schritt weiter vor allem in die praktische Umsetzung auf dem Weg hin zu einer möglichst automatisierten Tool-Lösung. Denn häufig kommt aktuell bei den Mandanten der Wunsch auf, ein Tool zu implementieren, was letztendlich alle Funktionalitäten, die hier im Rahmen des TP Lifecycles gerade vorgestellt wurden, automatisiert abzubilden. Also von der automatisierten Verrechnungspreisplanung mit Simulationsrechnung über ein unterjähriges Monitoring, automatisiertes Adjustment bis hin zur Dokumentation und zur Betriebsprüfung. Und das Ganze am besten noch begleitet von der automatisierten Abbildung aller Fragen der indirekten Steuern oder Zölle, wenn es zum Beispiel um das Thema Adjustments im Rahmen von TNMM-Methoden geht. Unserer Erfahrung nach ist es auf dem Weg zu dieser automatisierten Lösung immer wichtig, zunächst den Prozess und die beteiligten Stakeholder zu verstehen. Denn das ist die Ausgangsbasis, um den richtigen Automatisierungsgrad zu wählen und vor allem auch erstmal zu überprüfen, ob nicht bereits bestehende Systemvoraussetzungen in Ihrem Unternehmen Sie unterstützen können, dieses Ziel zu erreichen. Ich habe hier auf den nachfolgenden Folien einfach mal zwei Prozesse mitgebracht, um in das Thema reinzukommen und um Ihnen auch die Komplexität auf der einen Seite zu zeigen, insbesondere bei der Fragestellung, wie viele Stakeholder hier beteiligt sind. Auf der anderen Seite aber auch aufzuzeigen, mit welchen vergleichbar einfachen Mitteln man solche Prozesse doch systemisch abbilden kann. Wir haben hier auf dieser Folie zunächst einen Prozess, der sich mit der Fragestellung von Year-End-Adjustments beschäftigt.
Das geht letztendlich los mit der prozessualen Frage ganz am Anfang, wann überhaupt die richtigen Daten zur Verfügung stehen, um ein Year-End Adjustment zu kalkulieren. Oftmals sind die Unternehmen hier getrieben zwischen Book Closing, zwischen Abschluss des operativen Geschäftes, das Ganze zwischen Silvester und den ersten Tagen im Januar, wo häufig keine Zeit bleibt, noch entsprechende Verrechnungspreisprozesse mit abzubilden und hier nochmal retrograd Verrechnungspreisadjustment zu ermitteln. Das heißt, hier ist man bereits gut beraten, wenn man einen Prozess definiert, der früher ansetzt, zum Beispiel im November, wo man auf 11 Monate Ist-Zahlen oder 10 Monate Ist-Zahlen aufsetzt und die letzten 1 bis 2 Monate nochmal als Forecast mit in die Betrachtung reinzieht, vorausgesetzt man hat eine entsprechende Planungstreue. Man sieht hier allerdings auch, wie schwierig es ist, erstmal bereits zu diesem Zeitpunkt alle Stakeholder zu koordinieren. Das heißt, sie brauchen hier Controlling, die ihnen die Daten schicken. Sie brauchen gegebenenfalls Mitarbeiter, die eine entsprechende Qualitätssicherung durchführen, die dann die Analyseschritte machen und weitere assoziierte Steuerthemen mit abdecken. Die weitere Herausforderung bei solchen Year-End Adjustment-Prozessen ist die Segmentierung von Gewinn- und Verlustrechnung. Häufig eine Forderung der Finanzverwaltung, aber noch häufiger eigentlich getrieben aus dem Geschäftsmodell heraus, weil wir zunehmend in Geschäftsmodelle kommen, die einfach stark divisional sind, wo sie verschiedene Entrepreneure haben, verschiedene IP-Owner, wo dann die Herausforderung oder die Anforderung der Finanzverwaltung besteht, entsprechende Segmentberichte auch für Verrechnungspreiszwecke aufzubereiten. Wenn man dann diese Daten einmal hat, dann geht der Prozess weiter, dann geht es in die Abweichungsanalyse, je nach Komplexität der G&V oder auch nach Vielzahl der Produktgruppen oder Einzelproduktgruppe, können das auch eine Vielzahl von verschiedenen Rechenoperationen sein, die hier möglichst automatisiert abzubilden sind. Am Ende des Tages ist alles immer nur plus minus mal geteilt, aber die Fülle macht es dann doch komplex, macht es fehleranfällig und erfordert gegebenenfalls auch nochmal zusätzliche Qualitätssicherungsschritte. Was auch nicht zu vergessen ist im Rahmen von nachträglichen von Year-End Adjustment ist, dass es sich hierbei nicht um pauschale Margenkorrekturen handelt, sondern dass Year-End Adjustment regelmäßig nachträgliche Preiskorrekturen der unterjährigen Liefer- und Leistungsbeziehungen sind. Das heißt, spätestens für Dokumentationszwecke oder auch für Zwecke der indirekten Steuern oder Zölle müssen Sie dieses Adjustment auf die einzelnen Lieferleistungsbeziehungen wieder runterbrechen. Auch hier sind Sie wieder angewiesen auf diverse Stakeholder im Unternehmen. Sie müssen die einzelnen Buchungen nochmal rausfinden, die unterjährig gelaufen sind. Sie müssen aus dem Business verstehen, was die einzelnen Transaktionen von wirtschaftlichen Gehalt hatten. Sie sind auf Controlling angewiesen. Und wenn Sie das alles gemacht haben, dann müssen Sie immer noch das Year-End Adjustment entsprechend verbuchen und weitere Dokumentations- oder Deklarationsprozesse, Anforderungen erfüllen, um hier steuerlich compliant zu sein, und zwar nicht nur im Bereich der Ertragssteuern, sondern wie gesagt auch im Bereich der indirekten Steuern. Also ein sehr komplexer Prozess, der, wenn man ihn manuell durchläuft, wenn man hier keine Standardisierung drin hat, keine Automatisierung drin hat, auch extrem lange dauern kann. Auf der nachfolgenden Folie habe ich Ihnen noch einen weitaus komplexeren Prozess mitgebracht. Hier geht es um das Anlegen und die Abbildung einer neuen Transaktionsgruppe. Sie erinnern sich zurück an den Verrechnungspreis Lifecycle. Wir stehen jetzt hier ganz am Anfang. Und die größte Herausforderung hier ist bereits, für Sie als Verrechnungspreisabteilung darüber Informationen zu erlangen, dass irgendwo in Ihrem Geschäftsmodell entsprechend neue Transaktionen auftauchen. Das mag dann relativ einfach sein, wenn es Transaktionen sind, die das Headquarter betreffen. Hier ist an irgendeiner Stelle häufig doch die Steuerabteilung oder die Verrechnungspreisabteilung mit in den Prozess involviert. Aber wenn es sich um Transaktionen handelt, die auf lokaler Ebene ablaufen zwischen den einzelnen Tochtergesellschaften, dann werden hier unserer Erfahrung nach häufig wilde Verrechnungspreise zwischen den wirklich operativen Tochtergesellschaften gemacht, die spätestens dann erst im Rahmen der Dokumentation auftauchen, wo bereits alles, was Price Setting und Outcome Testing angeht, eigentlich gelaufen ist. Das heißt, Sie müssen auch hier bei der Anlage einer neuen Transaktionsgruppe oder einer neuen Funktion eines neuen Geschäftsmodells müssen Sie noch mehr Stakeholder mit ins Boot holen. Sie brauchen Business, Sie müssen hier verstehen, was ist der wirtschaftliche Gehalt, was sind die Funktions- und Risikoprofile. Das ist nicht nur eine Momentaufnahme, das ist eine permanente Aufgabe. Das heißt, auch für den späteren Verrechnungspreisdokumentationsprozess müssen Sie das Business hier wieder einbinden, müssen die Informationen, die Sie im Rahmen der ersten Aufnahme erlangt haben, später in der Dokumentation oder auch in der Betriebsprüfung verarbeiten. Und Sie müssen auch im Rahmen des Monitorings eigentlich nachhalten, dass der wirtschaftliche Gehalt dieser Transaktionsgruppe so bestehen geblieben ist oder sich geändert hat, was gegebenenfalls dann Auswirkungen auf die Funktions- und Risikoprofile und damit auf die Verrechnungspreisfestsetzung hat. Wenn Sie das
durchlaufen haben, wenn Sie den wirtschaftlichen Prozess kennen, dann geht es um die Bestimmung der Verrechnungspreismethodik, und die Entscheidung über die Verrechnungspreismethodik ist häufig auch damit verbunden, ob Sie überhaupt die systemischen Voraussetzungen erfüllen, diese Verrechnungspreismethodik abzubilden. Also sei es das Thema Kostenaufschlagsmethodik, wo die Frage besteht, kann ich überhaupt eine ordentliche Vollkostenbemessungsgrundlage darstellen, kriege ich alle indirekten Kosten sauber in die Kostenbemessungsgrundlage reingeschlüsselt, kriege ich auch hier wieder eine segmentierte Gewinn- und Verlustrechnung abgebildet, oder zum Beispiel im Rahmen der Wiederverkaufspreismethodik kriege ich hier entsprechende Marktpreise ermittelt und auch prozessual von meinen Vertriebsgesellschaften, also wirklich vom operativen Business heraus, in die Steuerabteilung rein, um Verrechnungspreise zu bilden. Das heißt, hier kommt dann plötzlich auch Controlling mit ins Spiel. Auch das wieder nicht nur als einmalige Momentaufnahme, sondern auch für den gesamten Prozess, wo Sie sicherstellen müssen, über das Monitoring bis hin zur Dokumentation hinaus, dass Sie alle Daten, die Sie einmal hier definiert haben, in Ihrem Anforderungskatalog regelmäßig erhalten, und zwar zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Format und qualitätsgesichert. Und zwar an sicheren Datenübergabepunkten, damit hier keine Informationen verloren gehen und Sie die möglichst automatisiert für Analytics-Zwecke weiterverarbeiten können. Und so läuft der Prozess eigentlich bis zum Schluss durch. Zum Thema Monitoring komme ich gleich nochmal im Rahmen der systemischen Abbildung. Sie sehen also die ganzen Stakeholder, die Herr Hanke ganz am Anfang aufgelistet hat, bis hin zu Legal, IT, Business, Accounting, die brauchen Sie alle hier in Ihrem Verrechnungspreisprozess, und zwar das gesamte Jahr durch. Sie sehen also, es ist eine entsprechende Komplexität, diese Stakeholder zu managen. Sie brauchen Standardprozesse, Sie brauchen automatisierte Prozesse, die möglichst immer zu festgelegten Zeitpunkten im Jahr losgestoßen werden, automatisiert losgestoßen werden und vor allem auch unabhängig davon sind, ob einzelne Personen in Ihrem Unternehmen in den einzelnen Stakeholderkreisen wechseln. Um das systemisch abzubilden, gibt es eigentlich drei verschiedene Möglichkeiten, drei verschiedene Ansätze, die wir Ihnen hier auf dieser Folie darstellen möchten. Und die drei Ansätze unterscheiden sich eigentlich in ihren verschiedenen Evolutionsstufen. Hier unter Schritt 1 dargestellt, unter dem Begriff Standardsoftware, verbirgt sich letztendlich die Nutzung Ihrer vorhandenen internen systemischen Ressourcen und auch Kapazitäten. Das heißt, wir nutzen hier Standardsoftware wie Datenmanagementsysteme, zum Beispiel Microsoft SharePoint, um die ganzen Prozesse des Verrechnungspreis-Lifecycles abzubilden. Microsoft SharePoint soll auch der Schwerpunkt dieses Webcasts sein. Ich werde Ihnen auf den nachfolgenden Folien einige Beispiele zeigen, was man mit SharePoint für Verrechnungspreiszwecke umsetzen kann. Die nachfolgenden Lösungen hier unter 2 und 3 dargestellt werden dann Gegenstand weiterer Webcasts in den nächsten Wochen und Monaten sein. Wichtig ist immer, wenn Sie über Automatisierung und über Systemlösungen für Verrechnungspreiszwecke nachdenken, dass Sie sich die Frage stellen, welchen Automatisierungsgrad möchte ich überhaupt erreichen? Welche Skalierbarkeit möchte ich mit der systemischen Lösung auch sicherstellen? Das heißt, kann diese systemische Lösung mitwachsen? Wenn Sie zum Beispiel später neue ERP-Systeme einführen, wenn Sie neue Transaktionsgruppen haben, kann ich hier auf bereits bestehende Standards in meinen systemischen Lösungen zurückgreifen oder muss ich da einen neuen Programmieraufwand starten? Und ein wichtiger, häufig unterschätzter Punkt ist die Benutzerfreundlichkeit. Das heißt, auch hier sind Sie gut beraten, wenn Sie auf Standardsoftware zurückgreifen, auf Systeme, die Sie in Ihrem Unternehmen haben, die auch für andere Prozesse, beispielsweise für den Jahresabschlussprozess, regelmäßig genutzt werden. Weil wenn ein Nutzer ein Tool nur einmal im Jahr benutzt, zum Beispiel für Dokumentationszwecke, muss er sich jedes Mal neu reinarbeiten. Wenn die Nutzer wechseln, brauchen sie individuelle Trainings, um die Nutzer wieder onzubauen auf das Tool. Das heißt, hier ist man gut beraten, wenn man die einzelnen Prozesse des Lifecycles mit vorhandener Software, mit vorhandener intuitiver Bedienlogik abarbeiten kann, die Nutzer bereits kennen. Wenn man in der Evolution weitergeht in Richtung mehr Automatisierung, mehr intuitive Bedienung, mehr Verknüpfung, insbesondere auch mit dem ERP-System, dann sind wir im Bereich der Spezialsoftware. Hier bietet der Markt von Drittanbietern verschiedene Tools, die aufsetzen können auf Ihrem ERP-System, auf Ihrem Konsolidierungssystem, wo Sie den großen Vorteil haben, dass Sie auf Rohdaten oder auf Echtzeitdaten in Ihrem ERP-System zugreifen können, dass Sie die nicht nur in eine Richtung extrahieren können für Analytics-Zwecke, sondern dass Sie die gewonnenen Erkenntnisse aus Adjustment-Bedarfen zum Beispiel gleichermaßen auch wieder zurückspielen können in die ERP-Systeme, um damit dann automatisiert auch die Verrechnungspreisanpassung durchzuführen. Das ist insbesondere dann von Relevanz, wenn Sie, wie vorhin dargestellt, wie auch von der OECD empfohlen oder auch vom nationalen Gesetzgeber empfohlen, Monitoring- und Adjustment-Prozesse nicht nur einmal am Jahresende haben, sondern idealerweise unterjährig.
Die dritte Ausbaustufe sind dann die ERP-nahen Lösungen. Das heißt, hier sind Sie direkt im ERP-System drin. Sie haben direkten Zugriff auf die Daten. Sie vermeiden idealerweise Schnittstellen, Datenübergabepunkte, die am Ende des Tages fehleranfällig sind, zusätzliche Prozesse bedeuten, die kontrolliert werden müssen, wo Qualitätssicherungsmaßnahmen eingebaut werden müssen. Wichtig ist aber auch zu sagen, dass mit zunehmendem Automatisierungsgrad von 1, 2 auf 3 und auch mit zunehmender Datenanbindung, mit zunehmender Integration in das ERP-System gleichzeitig natürlich auch der Implementierungs- und der Pflegeaufwand steigt. Das ist ein Punkt, den man sich frühzeitig mit überlegen sollte, insbesondere in den Zeiten, in denen wir uns aktuell befinden, wo viele Konzerne kurz davor stehen oder zumindest mittelfristig neue ERP-Systeme, zum Beispiel SAP HANA, einführen. Hier ist oftmals die Bereitschaft in der IT-Abteilung oder auch im Controlling nicht da, aktuell in große Tool-Lösungen für Operational Transfer Pricing-Zwecke zu investieren. Insofern ist man hier häufig gefragt, Interimslösungen zu implementieren. Gleichzeitig sollte man dabei aber auch bedenken, dass die gewonnenen Erkenntnisse und auch die Funktionalitäten, die ich heute vielleicht in eine Interimslösung einbaue, weiter genutzt werden können für spätere Tools oder spätere ERP-nahe Lösungen. Ich hatte gesagt, dass der Schwerpunkt dieses Webcasts auf den Einsatzmöglichkeiten von Microsoft SharePoint liegt. Wir haben Ihnen auf den nachfolgenden Folien einzelne Beispiele mitgebracht, wie Sie die Funktionalitäten oder die Anforderungen des TP Lifecycles in SharePoint abbilden können. Grundsätzlich ist SharePoint häufig bekannt in den Unternehmen als einfache Datenablageplattform, als Art weiterentwickelter Windows Explorer, wo man dann häufig einfach nur Ordnerstrukturen ablegen und vielleicht über Suchfunktionen dann die Daten strukturiert ablegen und versuchen wiederzufinden. SharePoint kann hier aber wesentlich mehr. Sie haben die Möglichkeit, Workflows zu automatisieren. Sie haben die Möglichkeit, Dashboards zu programmieren. Hier sind letztendlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt, von relativ einfachen Monitoring-Lösungen oder Dashboards, die SharePoint selber bietet, bis hin zu Adaptionsmöglichkeiten, die mein Kollege im Nachgang darstellen wird. Sie haben gleichermaßen die Möglichkeit, auch analytische Funktionen in SharePoint durchzuführen, dadurch, dass das SharePoint letztendlich stark Office verwurzelt ist, sehr intuitiv auch mit den anderen Office-Anwendungen wie Word oder Excel zusammenarbeitet, kann man hier automatisiert viele Lösungen bauen, wie ich Ihnen gleich zeigen werde. Der große Vorteil von SharePoint ist, wie eingangs gesagt, viele Unternehmen haben SharePoint bereits im Einsatz, kennen den aus anderen Prozessen. Das heißt, es ist eine Lösung, wo Sie nicht nochmal mit der IT-Abteilung lange verhandeln müssen, ob ein neues Tool, ein zusätzliches Tool überhaupt die Sicherheitsrichtlinien erfüllt, wo Sie nicht nochmal zusätzliche Lizenzverträge und Wartungsverträge abschließen müssen, sondern wo Sie relativ einfach eine Lösung etablieren können, die Sie selber auch im Laufe der Zeit und im Rahmen der Weiterentwicklung Ihres eigenen TP Lifecycles weiterentwickeln und weiter programmieren können. Sie haben gleichermaßen mit SharePoint auch die Möglichkeit, diesen nicht nur für Steuer- oder für Verrechnungspreiszwecke einzusetzen. Sie können hiermit zum Beispiel auch Schnittstellen bauen zu eigenen SharePoint-Funktionen, zum Beispiel in der Legal-Abteilung. Wenn es um die Abbildung von einfachen Vertragsdatenbankstrukturen geht, kann man hier eigentlich sehr gute Synergien schaffen, indem man zum Beispiel den Link direkt aus dem Verrechnungspreisbereich des SharePoints für Dokumentationszwecke in die Legal-Datenbank baut und somit sicherstellt, dass ich immer sowohl für Planungszwecke als auch für Dokumentationszwecke den richtigen Vertrag zugrunde lege und den auch im Zeitpunkt der Dokumentation und noch später im Zeitpunkt der Betriebsprüfung zur Verfügung habe. Ich hatte es eingangs erwähnt, SharePoint ist mehr als eine reine Ablageplattform. Das heißt, wenn man sich mit der Frage beschäftigt, wie kann mir SharePoint im Rahmen der Dokumentation helfen, dann kann der SharePoint hier bereits zum Zeitpunkt der Informationsbeschaffung aufsetzen. Sie können Workflows definieren, die Sie zum Beispiel verlinken mit den einzelnen Filing-Vorschriften der jeweiligen Länder. Sie wissen selber, so harmonisiert ist das Verrechnungspreis-Dokumentationskonzept global nicht, wie die OECD es uns manchmal verspricht. Sie haben unterschiedliche Deklarationszeitpunkte, wo Sie in der Steuererklärung bestätigen müssen, dass die Dokumentation vorliegt. Sie haben einzelne Länder, wo Sie die Dokumentation abgeben müssen. All das, diese Zeitpunkte kann man verknüpfen in SharePoint mit einem automatisierten Prozess, mit einer E-Mail-Reminder-Funktion, wo beispielsweise 2 Monate vor der jeweiligen Deadline eine E-Mail automatisch geschickt wird an die im Prozess beteiligten Stakeholder, also an ihr lokales Management, an ihre Controller mit der Bitte, entsprechenden Informationen zu stellen, die man zum Beispiel benötigt, um ein Dokumentationstemplate zu befüllen. Diese Informationen kann man
wenn man überlegt, dass sie heute mit sehr erheblichen E-Mail-Traffic abgebildet werden, auch im SharePoint entweder ablegen oder noch intuitiver, wie hier in der Grafik auf der rechten Seite dargestellt, direkt in einzelne Eingabemasken eingeben kann, also zum Beispiel in Textfelder oder auch durch Upload-Funktionen mit Dateien. Somit habe ich die Möglichkeit, dass ich sehr intuitiv, ohne dass ich meine lokalen Nutzer durch einen sehr umfangreichen Dokumentationsreport wühlen müssen, dass diese Nutzer ihre Informationen hier eingeben, einfache Fragen beantworten, die Informationen zum einen gespeichert werden auf dem SharePoint, verarbeitet werden können auch für Statusreports, für Dashboardings, aber gleichzeitig auch automatisiert überführt werden können in die Dokumentationsreports, zum Beispiel mittels einer einfachen Serienbrieffunktion, die Microsoft Word bietet. Das heißt, sofern Sie ein Dokumentationskonzept haben, was sehr standardisiert ist, was auch standardisierte Gesellschaften abbildet, also zum Beispiel eine ganze Reihe von Limited Risk Distributoren, die in überschaubare Transaktionsgruppen involviert sind, wo es am Ende des Tages um die Verprobung der lokalen Margen geht. Hier kann der SharePoint mit seinen Automatisierungslösungen stark helfen, die Dokumentation zu erstellen. Auf alle Fälle aber mit seinen Workflow-Funktionalitäten stellt er sicher, dass die Filing-Deadlines einrichten und dass sie insofern compliant sind und alle Stakeholder, die wir am Anfang definiert haben und die Anzahl kann sehr groß sein, automatisch bespielen. Ich hatte eingangs auch versprochen, dass der SharePoint in der Lage ist, entsprechende Analysen durchzuführen. Wenn man sich also die Frage stellt, wie er helfen kann, ein TP-Monitoring durchzuführen, dann habe ich natürlich durch die Verknüpfung mit darunterliegenden Excel-Masken die Möglichkeit, hier Simulationen einzubauen. Ich kann mit meinen P&L-Daten spielen, ich kann einzelne Benchmarking-Studien einbauen und ich kann somit auch Adjustment-Bedarfe grundsätzlicher Art berechnen. Natürlich hängt der Detailgrad der Berechnungen, die hier durchgeführt werden, immer ab vom jeweiligen Dateninput. Das heißt, Sie haben auch hier die Möglichkeit, mit SharePoint aus verschiedenen Datenquellen, aus verschiedenen ERP-Systemen, zum Beispiel mittels Standard-Reports, die Sie sich in Excel ausgeben lassen können, auf einen gemeinsamen Datenpool zuzugreifen, voller Rohdaten, sich hier mittels einmaligen Mappings der Daten zu bedienen, die Sie für Monitoring-Zwecke brauchen und im SharePoint selber dann die entsprechenden Berechnungen durchführen. Das heißt, auf Knopfdruck kann der SharePoint veranlassen, dass ein Rohdatenabzug aus den ERP-Systemen erfolgt. Es werden die Daten in den Datenspeicher geladen, sie werden automatisch von SharePoint bzw. von Excel verarbeitet und hier in einer individuellen Ausgabemaske angezeigt. Das heißt, Sie haben somit auch die Möglichkeit, Verrechnungspreisrisiken zum Beispiel durch aus dem Ruder laufende Margen frühzeitig zu erkennen, frühzeitig gegenzusteuern, ohne dass Sie hier über umfangreiche Tools reden. Natürlich, wenn man das jetzt runterbricht auf die einzelnen Produktgruppen oder Produktebene, dann kann man gegebenenfalls irgendwann in Datenmengen stoßen, die Excel bzw. SharePoint nicht mehr bearbeiten können. Das ist genau die Evolutionsstufe, die ich vorhin angesprochen habe, wo wir dann irgendwann über Spezialsoftware oder ERP-nahe Lösungen reden. Aber für einfache Monitoring-Zwecke kann der SharePoint hier bereits sehr, sehr große Synergieeffekte und auch sehr große Transparenz für Sie als Steuer- und Verrechnungspreisabteilung bewirken. Das Ganze immer mit dem Ziel, für zukünftige Betriebsprüfungen richtig aufgestellt zu sein. Und vor allem auch immer mit der Maßgabe, dass die Informationen, die ich einmal anfasse in meinem SharePoint, sei es für Planungszwecke oder für Monitoringzwecke oder einfach nur für Informationsbeschaffungszwecke, dass diese dann auch vorgehalten werden, entweder für die Dokumentation oder für die spätere Betriebsprüfung. Denn auch im Rahmen der Mitwirkungspflichten sind Sie darauf angewiesen, immer Zugriff zu haben auf die jeweiligen Daten, die im Zweifel schon historisch alt zurückliegen. Sie müssen sicherstellen, dass die Daten, die an die Betriebsprüfung übergeben werden, konsistent sind, dass es echte Daten sind, weil oftmals, wenn man Jahre nach dem eigentlichen Geschäftsvorfall in der Betriebsprüfung versucht, Daten nochmal zu rekonstruieren, baut man häufig Fehler ein, die dann zu einem noch späteren Zeitpunkt in der Betriebsprüfung auffallen können und gegebenenfalls zu entsprechenden Stimmungsschwankungen auf Seite der Finanzverwaltung führt. Das heißt, mittels einer Audit-Tracker-Funktion haben Sie die Möglichkeit, alle Informationen für die Mitwirkungspflichten abzulegen. Sie haben aber auch wieder die Möglichkeit, das Workflow-Management des SharePoints einzusetzen, um zum Beispiel eine gemeinsame Kommunikationsplattform zu bauen zwischen Ihnen, dem Steuerpflichtigen, zwischen den Beratern und zwischen der Betriebsprüfung, wo BP-Anfragen eingestellt werden können, mit einem entsprechenden Due-Date versehen werden können, die ich dann hier in einem Dashboard abbilde, dass Sie immer sehen, wo Sie in Ihrem Prozess stehen in der Beantwortung von BP-Anfragen, wo Sie aber auch gleichzeitig eine Plattform haben für den effizienten Datenaustausch, ohne hier E-Mails zu verschicken mit der BP, physische Datenübergaben zu vereinbaren
und so letztendlich auch bei sehr langwierigen BP-Prozessen Gefahr laufen, irgendwann den Überblick zu verlieren, wann wurden welche Daten überhaupt an die BP übergeben. Ich hatte es eingangs erwähnt, der SharePoint kann auch genutzt werden für weitere angrenzende Funktionen, also nicht nur für den originären Verrechnungspreisbereich. Wir haben Mandanten, die nutzen den SharePoint auch für Prozesse im Corporate Tax Bereich, im Umsatzsteuerbereich, für Deklarationsaufgaben im Zollbereich oder auch zunehmend für Legal. Das heißt, einfache Vertragsdatenbanken können hier abgebildet werden. Sie können Verträge hochladen, Sie können Verträge mit Metadaten hinterlegen, um sie dann über Filterfunktionen wieder herauszufinden. Sie können auch hier die Workflow-Funktionalität nutzen, um zum Beispiel automatisch zu erinnern an das Auslaufen von Verträgen oder an das Datum, wo Sie die Verträge entsprechend neu updaten müssen. Das heißt, Sie haben somit die Möglichkeit, hier ein Ökosystem aufzubauen, was nicht nur in der gesamten Finanzabteilung, sondern auch in angrenzenden Abteilungen wie Legal etc. genutzt werden kann. Was auch wichtig ist beim SharePoint, Sie haben die Möglichkeit, entsprechende Userrechte zu verwalten. Also zum einen bietet der SharePoint natürlich die Möglichkeit, dass er direkt angeknüpft ist an Ihre Active Directory. Das heißt, Sie greifen direkt zu auf die Stammdaten, E-Mail-Daten, Organisationszuordnungen Ihrer Mitarbeiter im IT-System. Und Sie haben die Möglichkeit, die einzelnen User dann ganz individuell freizuschalten für entsprechende Bereiche des SharePoints. Das heißt, selbstverständlich kann dann der lokale Nutzer einer Landesgesellschaft, zum Beispiel in Österreich, auch nur die Informationen sehen, die ihm für die österreichische Gesellschaft freigeschaltet sind. Er hat selbstverständlich nicht die Möglichkeit, in irgendwelche Informationen der belgischen Gesellschaft reinzuschauen. Das Ganze ist ein einmaliges Mapping. Wenn man das aber einmal getan hat, haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie zum Beispiel Informationen hochladen, diese über ganz einfache Check-the-Box-Verfahren an ausgewählte Landesgesellschaften oder auch Personenkreise zu distribuieren. Das heißt, Sie laden einmal zum Beispiel einen Divisional-File für eine spezielle Division hoch, was dann automatisch an die Gesellschaften verteilt wird, die dieser Division zugeordnet werden können. Das heißt, ein sehr intuitives System, was auch sehr flexibel angepasst werden kann an Ihr spezifisches Unternehmen. Das ist wichtig mitzunehmen. Alle Punkte, die ich Ihnen hier gezeigt habe, das sind Ideen, das sind Denkanstöße, die Ihnen helfen sollen, Ihren eigenen Anforderungskatalog zu definieren, so wie Ihr SharePoint aussehen soll oder auch Ihr Datenmanagementsystem. Wir sind hier nicht zwingend auf SharePoint angewiesen, damit Sie Ihren individuellen Verrechnungspreis-Lifecycle abbilden können. Idealerweise fassen Sie diese Anforderungen in einem Lastenheft oder in einem Pflichtenheft zusammen, diskutieren das mit Ihrer IT-Abteilung, diskutieren die Umsetzungsmöglichkeiten, erstellen so erstmal einen Basis-SharePoint mit den Grundfunktionalitäten, die Sie sich wünschen und haben aber die Möglichkeit, dann im Laufe der Zeit weitere Funktionalitäten immer selbstständig hinzuzufügen, ohne dass Sie aufwendige Programmierer oder IT-Service-Provider hinzuziehen müssen. Ich würde jetzt an meinen Kollegen Herrn Wenz übergeben, der Ihnen insbesondere für den Bereich der Visualisierung und der Analyse noch weitere Features zeigt, wie Sie Ihren SharePoint weiter ausbauen können. Ja. Hallo auch von meiner Seite und herzlich willkommen zu unserem Webcast. Und ich darf Ihnen heute etwas näher bringen, Cockpit-Lösungen. Und hier jetzt ganz konkret zwei Beispiele, Microsoft Power BI. Und etwas exotischer vielleicht, weil es von einem nicht ganz so bekannten Hersteller kommt, ClickView. Vorab aber vielleicht die Frage, worauf zielen Cockpit-Lösungen ab? Und sowohl Herr Hante als auch Herr Habisch hatten am Anfang und auch im Rahmen des bisherigen Vortrags immer wieder auf den Verrechnungspreis-Lebenszyklus zu sprechen bekommen und wieder Brückenschlag zwischen Price-Setting und Outcome-Testing hinzubekommen ist. Und das fängt in der Regel mit Ihrer Verrechnungspreiskalkulation an, das heißt der Frage, wie ist ein Verrechnungspreis ganz konkret im Sinne des Price Settings zu bestimmen. Das geht weiter über den Business Process, wie ist ein Verrechnungspreis zu einem gegebenen Zeitpunkt unter Beachtung der bereits erfolgten Transaktionen zu setzen und hinsichtlich des Monitorings und Analytics der Frage, wo steht man, wo will man hin und welche Schritte sind dorthin zu gehen im Sinne der Preisanpassung, um das am Ende testen bzw. verproben zu können. Cockpit-Lösungen versuchen, diese Komplexität der Fragestellungen zu reduzieren
und Übersicht zu ermöglichen. Der Ansatzpunkt hierfür sind in der Regel sogenannte Business Intelligence Softwarelösungen, das heißt Software, die originär ihren Ursprung eigentlich im Performance Management haben und die wir hier jetzt aber für Verrechnungspreisfragen adaptieren. Die Vorteile sind, dass sie einerseits die Informationen, die es zu verarbeiten gilt, visualisiert bekommen und damit per se eine leichtere Informationsaufnahme ermöglicht wird. Weiterhin ist es möglich, zumindest bei manchen dieser Lösungsansätzen, diese sogar auf mobilen Applikationen darzustellen. Das heißt, wer will, kann seine Verrechnungspreise auch auf dem Handy monitoren. Es geht um die Integration, hier insbesondere das Thema SharePoint. Auch deswegen haben wir diese beiden Softwarelösungen ausgesucht, um sie Ihnen zu präsentieren, weil beide sich in SharePoint integrieren lassen. Es geht um die Interaktivität, das heißt, dass, wenn ich ein Problem erkenne, dass ich dort weitere Dimensionen hinabsteigen kann, zum Kern des Problems hinunter, komme, um zu sehen, wie und wo muss ich genau ansetzen. Und nicht zuletzt auch die Frage der Automatisierung, das heißt die automatische Kontrolle von Margen beziehungsweise die Anpassung von Margen, dass hier gegebenenfalls automatisierte Alerts hinausgehen und das dann in doch eher fortgeschrittenen Ausbaustufen zwei Wege Datenübertragungswege zu schaffen, das heißt, dass das Monitoring-System gegebenenfalls in der Lage ist, Abweichungen des Ist-Zustandes vom Soll-Zustand automatisch zu erkennen und hier entgegenzuwirken. Eine der Lösungen, die ich Ihnen hierbei vorstellen möchte, ist Microsoft Power BI. Das ist eine Lösung, die aus dem Hause Microsoft kommt. Sie war zumindest mal für eine gewisse Zeit lang in einem reduzierten Umfang Teil der Office Suite, ist mittlerweile ausgelagert worden und ist im Prinzip die einfachste und intuitivste Lösung, die man in diesem Bereich anbieten kann, weil als Dateninput, abgesehen davon, dass man hier direkt an SQL-Server und ähnliche Datenquellen anschließen kann, direkt an Excel anschließen kann. Das ist der große Vorteil von Power BI. Es ist ein Microsoft-Produkt und es ist mit allen anderen Microsoft-Produkten höchst kompatibel. Was ermöglicht Ihnen diese Software, dieses Dashboard? Es ermöglicht Ihnen auf einen Blick zu sehen, welche Gesellschaften hinsichtlich ihrer Verprobungsmaßstäbe sich wo befinden. Das sehen Sie oben links. Sie können hier erkennen, dass die drei Gesellschaften im UK, Norwegen und Spanien relativ problemlos dastehen, während sich für Italien ein Handlungsbedarf schon ergeben hat und man für Frankreich über einen Handlungsbedarf nachdenken muss. Sie können auch sehen, unten links eine Sensitivitätsanalyse, das heißt, inwieweit stehen PLI und eine Vergleichsgröße, hier zum Beispiel das Transaktionsvolumen in einem direkten Zusammenhang. Ist es so, dass ich für eine gewisse Transaktion beobachten kann, dass je höher das Transaktionsvolumen steigt, die Profitabilität überproportional zunimmt oder nicht und welcher Handlungsbedarf sich hieraus gegebenenfalls ergeben würde. Es erlaubt Ihnen ein sogenanntes Heatmapping. Das sehen Sie oben mittig in der Landkarte. Hier wird einfach über in dem Fall zwei Dimensionen, nämlich die Größe des Kreises, den Sie sehen, und die Farbe des Kreises, den Sie sehen, eine gewisse Basisinformation mitgeteilt. Und selbstverständlich haben Sie hier die Möglichkeit, multidimensional zu arbeiten. Das heißt, wenn Sie sich nur für ein bestimmtes Jahr oder ein bestimmtes Business-Segment oder eine bestimmte Produktgruppe interessieren, können Sie das entsprechend anwählen. Ich sagte zum Anfang, dass es die wohl einfachste und wenigstens komplexe Lösung ist in dem Bereich, weil es sehr intuitiv zu bedienen ist. Power BI basiert im Wesentlichen auf vorgefertigten Reports, die mittels Drag and Drop, und das sehen Sie unten rechts, Ihnen verschiedene Analysemöglichkeiten anbietet. Was Sie hier letztendlich machen müssen, ist, dass Sie sich einen gewissen Report aussuchen, den Sie gerne ausgewertet haben müssen und dann nur noch sagen müssen, wo diese Daten in der entsprechenden Datenbank zu finden sind, beziehungsweise in dem Excel. Das heißt, der Lernaufwand beziehungsweise
die Implementierungsschwelle hier gegebenenfalls notwendiges Wissen erst aufbauen zu müssen, ist bei Power BI grundsätzlich sehr gering, zumindest im Vergleich zu anderen Lösungen. Nichtsdestotrotz erlaubt Power BI auch eine Detailanalyse. Das haben wir jetzt mal hier am Beispiel einer Produktionsgesellschaft dargestellt. Jedes der Elemente, das Sie auf der vorhergehenden Slide gesehen haben, ist individuell auswählbar und ermöglicht Ihnen im Nachgang dazu, dass Sie eine Betrachtungsebene weiter runterrutschen. Was wir hier gemacht haben, ist Ihnen mal darzustellen, was passieren würde, wenn Sie auf der ersten Seite sich jetzt nur für Deutschland interessieren würden, würden Sie entsprechend die Ebene runterrutschen. Sie haben hier auch wieder die Möglichkeit, zwischen Produktgruppen zu unterscheiden, zwischen Einzel- und Mehrjahresanalysen zu unterscheiden. Sie können konkret sehen, welche Legal Entities werden jetzt in diesem Fall in Deutschland angesiedelt, und natürlich sehen Sie auch wieder die entsprechenden Margen. Power BI bietet den Vorteil, dadurch, dass es eine Cloud-Lösung ist, dass Sie hier von jeder Ort überall darauf zugreifen können, weil Sie letztendlich nur den entsprechenden Link und den Login benötigen. Dadurch, dass es eine Cloud-Lösung ist, ist es sehr mobil, und das ist auch mit der Grund, warum Power BI auch als mobile Applikation zur Verfügung steht. Eine weitere Lösung, und hier jetzt konkret von ClickView bzw. von der Firma Click, ein ursprünglich skandinavisches Unternehmen, ist Ihnen hier abgebildet. Es ist von der Optik her deutlich anders, wobei ClickView, das muss man dazu sagen, optisch so beliebig angepasst werden kann, wie es ein SharePoint auch könnte, sodass Sie hier auch sehr unternehmensspezifische Dashboards bauen können. Nichtsdestotrotz, die Grundfunktionalitäten sind wie mit Power BI vergleichbar. Das heißt, Sie haben auch hier wieder die Auswahl oder die Möglichkeit, beliebige Parameter auszuwählen und somit eine gewisse Analyse multidimensional zu fahren. Die Analysen sind wiederum dynamisch, das heißt, jedes Element, das Sie auswählen, bringt Sie zu den darunterliegenden Daten respektive den hier durchzuführenden Analysen. Hier noch mit abgebildet ist ein Performance-Tracking, in dem Moment die Top 5 bzw. Bottom 5 Produkte und natürlich auch hier wieder die Zeitscheiben-Funktionalität. In der Detailanalyse könnte man ClickView wie folgt gestalten, indem man hier ein einfaches Ampelsystem auswählt, das Ihnen in Abhängigkeit der Marge angibt, wie diese Marge im Vergleich zum Vergleichsmaßstab steht. Hier jetzt als grün alles in Ordnung. Man könnte sich überlegen, gelb, wir wären zwar noch innerhalb der Benchmark, aber schon nah an den Grenzen der interquartilen Bandbreite oder knapp drüber, und rot, wir wären außerhalb dieser Bandbreiten. Sie haben hier zusätzlich nochmal mit abgebildet die Möglichkeit einer Trendanalyse. Mit abgebildet, und insofern bietet Ihnen ClickView, und darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, manche Optionen, die Ihnen Power BI eben nicht bietet. Und das wäre vielleicht auch der entsprechende Anknüpfungspunkt, die Lösungen mal miteinander zu vergleichen. Das ist jetzt hier mitunter sehr ausführlich, deswegen möchte ich an der Stelle nur auf die wichtigsten Punkte eingehen. Microsoft Power BI ist eine vollständige BI-Software. Das heißt, Sie können alle gängigen Analysen mit dieser Software fahren, zu dem Vorteil, dass es sehr einfach zu bedienen und sehr einfach zu lernen ist. Nichtsdestotrotz muss man bei Power BI bedenken, und hier sind wir wieder bei dem Thema der unterschiedlichen Stakeholder, dass es nur als Cloud-Lösung zur Verfügung steht. Das heißt, das Deployment passiert grundsätzlich nur als Cloud-Lösung. Hier gilt es gegebenenfalls, Abstimmungen mit Ihrer IT-Abteilung zu treffen. Und was Sie bei Power BI entsprechend der Konfiguration als Cloud-Lösung haben, es kommt standardmäßig mit einem begrenzten Datensatz, einem relativ kleinen, aber für die meisten Analysen doch ausreichenden Datenmenge. Mehr Speicher würde allerdings nur gegen Aufpreis zur Verfügung stehen.
Ein weiterer Vorteil, und das ist wahrscheinlich neben der einfachen Bedienbarkeit die größte Stärke von Power BI, ist, dass es aus dem Hause Microsoft kommt. Das heißt, Sie haben eine einfache Integration in alle Microsoft-Umgebungen, sei es SharePoint, sei es Anknüpfung an Excel, Microsoft SQL Server, Microsoft Azure. All das ist mit Microsoft Power BI sehr leicht anzuknüpfen und insofern sehr, sehr anwenderfreundlich. ClickView hingegen erfordert gewisse Programmierkenntnisse, zumindest was beim Aufbau zu beachten ist. Die Datenmodellage ist voll frei. Das ermöglicht es Ihnen, sehr komplexe Analysen, wenn Sie diese benötigen, frei zu modellieren bzw. Ihre Datenmodelle auch entsprechend aufzubauen, erfordert aber grundlegende Kenntnisse. Erlaubt Ihnen im Umkehrschluss aber auch die höchste Individualisierbarkeit. Ein weiterer Vorteil ist, dass ClickView unter den BI-Tools an sich sehr, sehr verbreitet ist und es hier eine sehr große Community gibt und auch ein entsprechendes Schulungsangebot des Software-Providers und es mit ClickSense darüber hinaus eine reduzierte Form der Software gibt, die in ihrem Funktionsumfang eher an Power BI angelehnt ist. Die wesentlichen Stärken von ClickView sind allerdings die hohe Leistungsfähigkeit durch diese freien Assoziativ-Indexing-Datenbanken. Das ist eine spezielle Form der Datenaufbereitung und Sie haben auch darüber hinaus die Möglichkeit, es als On-Premise-Deployment zu bekommen, das heißt offline, auf eigenen Servern und nur innerhalb der eigenen Netzwerkumgebung zugreifbar. Und an der Stelle würde ich dann an den Herrn Habisch wieder übergeben, der Ihnen noch weitere OTP-Lösungen vorstellt. Genau, also wir haben hier auf der Folie, wenn Sie zurückdenken an die einleitende Folie, letztendlich weitere Anbieter von Spezialsoftware aufgeführt. Die Auswahl dieser Anbieter hängt davon ab, mit welchem Ursprungssystem Sie arbeiten, mit welchem Konsolidierungssystem, mit welchen ERP-Systemen. Wir würden eine Detailvorstellung dieser verschiedenen Software zum Gegenstand des nächsten Webcasts machen. Der Fokus heute lag auf dem Bereich SharePoint. Wir freuen uns aber, Sie dann für weitere Webcasts wieder hier begrüßen zu dürfen. An dieser Stelle würden wir Ihnen zur Verfügung stehen für Ihre Fragen zu den bisher gezeigten, entweder zum Price-Setting-Ansatz, zu SharePoint-Lösungen oder auch zu den Dashboarding-Möglichkeiten, die Herr Wenz Ihnen vorgestellt hat. Ich denke, als Quintessenz aus dem heutigen Webcast können wir mitnehmen, dass Ausgangspunkt jeder Automatisierungs- oder Tool-Lösung eine detaillierte Kenntnis über den Prozess, über die Stakeholder ist, die am Prozess beteiligt sind, um dann zu der Erkenntnis zu gelangen, dass über bestehende IT-Frameworks bereits Automatisierungslösungen möglich sind. Sollten diese nicht ausreichen, bietet der Markt viele weitergehende Möglichkeiten, die sich dann im Grad der Automatisierung und der Datenanbindung unterscheiden. Ja. So, jetzt haben wir hier auch gerade eine Frage, die reinkommt. Vielleicht beantworte ich die. Also die Frage ist, wie aufwendig das ist, wenn ich jetzt nicht nur einmal am Ende des Jahres sozusagen einen Adjustment-Mechanismus durchlaufe, sondern mit so einem Monitoring-Tool regelmäßig ein Adjustment jedenfalls berechnen würde, meine Verrechnungspreise überprüfen möchte. Also Antwort hierauf ist, ich kann es so oft machen, wie ich möchte natürlich, ohne jetzt einen zusätzlichen Aufwand kreieren. Ja? Also wichtig ist sozusagen, dass man einmal dieses Datenmapping macht, mit den Daten aus dem ERP-System in das Tool rein, aber dann, je nachdem, wie oft Sie eben die Daten ERP-seitig dem Tool zur Verfügung stellen, können Sie hier dann entsprechend auch einen Monitoring aufbauen. Das heißt monatlich, sei es einmal im Quartal. Das ist dann nicht der große Mehraufwand, der dadurch entsteht. Somit mit Blick auf die Uhr wäre jetzt mein Vorschlag. Die weiteren Fragen, da würden wir nochmal spezifisch dann auf die einzelnen Personen zukommen, beziehungsweise wenn Sie ansonsten noch Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an, den Herrn Habisch oder mich. Und ich würde Sie jetzt noch bitten, wir würden jetzt gleich noch im Nachgang hier über das Tool einen kleinen Fragebogen versenden. Es wäre klasse, wenn Sie den uns ausfüllen würden, dass wir auch Ihr Feedback einsammeln können und sehen, was wir nächstes Mal noch besser machen können. Daher bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich jetzt schon auf den nächsten Webcast zum Thema Operational Transfer Pricing und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Nachmittag.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Konferenz ist nun beendet.